So sieht sie aus, die weltweit erste Louis-Georges der Neuzeit. Die handgefertigte Uhr trägt den Namen des königlichen Hofuhrmachers von Friedrich dem Großen zu Berlin. Eine Uhr, wie sie der Barockuhrmacher zu Lebzeiten mit seinen Möglichkeiten hätte herstellen können. Eine Uhr, die fernab anonymer Fertigungsstraßen der Industrie mit Anspruch und Hingabe zum Detail gefertigt wird. Eine Louis-Georges entsteht auch heute noch fast ausschließlich in reiner Handarbeit. Es ist eine Uhr, die von den Meistern ihrer Zunft in streng limitierter Auflage entsteht, ganz im Sinne des Namensgebers. Louis-Georges war der Hofuhrmacher von König Friedrich dem Großen. Er hat ab 1769 Uhren für 3 Generationen von preußischen Königen gefertigt. Der Uhrendesigner und Unternehmer Matthias Falke entwickelte die neue Louis-Georges Reference 8945 über einen Zeitraum von 2 Jahren. Der 42-Jährige ist eigentlich gelernter Maschinenbauer. Die Mikromechanik, wie die einer solchen Uhr, hat ihn aber schon immer fasziniert. Für eine königliche Uhr kommt nur ein Material in Frage, nämlich Gold. Das Gehäuse der Louis-Georges besteht aus 18 Karat Gold und wird hier bei der Pforzheimer Bauer Walser AG gefertigt. Eine genau festgelegte Mischung aus Gold, Silber und ein wenig Kupfer schmelzen die Arbeiter in der Scheideanstalt zu einer hochfesten Rotgoldlegierung. Pures Gold für ein Uhrengehäuse zu verwenden, wäre einfach nicht sinnvoll. Das ist sehr weich, das würde also schon bei der Bearbeitung extreme Schwierigkeiten bereiten, wenn nicht sogar fast unmöglich machen. Und selbst wenn man das hinbekäme, wäre es im täglichen Gebrauch einmal leicht hinstoßen, wäre das vermarkt. Und deshalb fertigt man das nicht aus Feingold. Die Nobeluhren der höheren Klasse werden in Gold 18 Karat gefertigt. Gold 18 Karat bedeutet, dass auf 1000 Teile 750 Teile Gold kommen, 250 Teile andere Materialien wie Silber und Kupfer beigemengt werden und so die entsprechende Legierung hergestellt wird. Nachdem das Gold erkaltet ist, kommt es als Rohling, auch Ronde genannt, ein Stockwerk höher in die Werkstatt. In einer computergesteuerten Fräsmaschine fertigt der Meister aus der Ronde dann das Goldgehäuse der Louis-Georges. Beim Fräsen des Gehäuses werden über 90% des Goldes von einem Hartmetallfräser zerspannt. Heraus kommt am Ende das fertige Uhrengehäuse. Präzise, unprätentiös und gefertigt nach genauen Angaben des Designers. Das rohe Gehäuse ist also fertig. Jetzt geht es im wahrsten Sinne des Wortes ans Eingemachte. Daniel Bühler, Uhrmachermeister bei der Bauer Walser AG, hat ein großkalibriges Schweizer Handaufzugswerk auf den Tisch bekommen. Es ist das Uhrwerk der Louis-Georges im unveredelten Zustand. Der Uhrmacher zerlegt das Werk jetzt in seine Einzelteile, damit es bei weiteren Spezialisten veredelt werden kann. Die sichtbaren Kron- und Sperrräder werden handgiochiert und platiniert. Die Uhrwerksschrauben werden mit schwarzem Platin beschichtet. Weitere Uhrwerksteile wie Brücken, die sogenannten Platinen und Kloben werden 24 Karat fein vergoldet. Doch damit nicht genug. Eine Meistergravur soll den Uhrwerkboden in ein einzigartiges Kleinod verwandeln. Matthias Falke ist mit Teilen des Uhrwerks zum Graveur gefahren. Mit ihm will er die letzten Details besprechen, denn eine Gravur, wie sie die Louis-Georges erhalten soll, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Nach der Besprechung macht sich der ausführende Meister sofort ans Werk. In einen Spannkloben setzt der 39-Jährige das erste Teil ein, damit es beim Bearbeiten nicht verrutschen kann. Jetzt reißt er das Motiv auf dem Metall an, um anschließend mit dem Gravieren zu beginnen. Mehrere Tage sitzt der Graveur vor dem Mikroskop, um die einzelnen Uhrwerksteile vollflächig auszugravieren. Die Handgravur gilt als Königsklasse des Faches, die keine Fehler verzeiht. Ist an einer Stelle Material abgenommen, kann es nicht wieder eingefügt werden. Er müsste dann mit einem neuen Uhrwerksteil von vorne beginnen. Auf der Räderwerksbrücke graviert der Meister dann am Ende den Preußenadler ein. Er ist nur Streichholzkopf groß und zählt zu den Details der Louis-Georges, die diese Uhr so unverwechselbar machen. Die fertig gravierten Teile gehen eine Woche später zurück nach Pforzheim und gelangen wieder in die Hände von Uhrmachermeister Daniel Bühler. Er beginnt jetzt mit dem Zusammenbau des Werks. Zum Vergleich, links das Uhrwerk vor und rechts daneben das Uhrwerk, nachdem es veredelt wurde.
Für Daniel Bühler, der täglich mit edelsten Uhren zu tun hat, ist das handgravierte Werk der Louis-Georges herausragend. Das ist natürlich in der Form schon etwas Besonderes und es macht auch viel Freude, an so einem schönen Werk zu arbeiten. Nach der Remontage des veredelten Werks wird das Zifferblatt aufgesetzt. Natürlich kein herkömmliches. Das Zifferblatt der Louis-Georges ist in Schweizer Handarbeit feueremailliert. Ein Verfahren, wie es zu Zeiten des preußischen Hofuhrmachers üblich war, aber heute nur noch äußerst selten zu finden ist. Das Zifferblatt ist ein echtes Feueremail-Zifferblatt. Das heißt, es wird dieselbe Technik und dasselbe Material verwendet wie vor 200 Jahren. Der Prozess des Emaillierens lässt sich niemals vollständig kontrollieren, auch heute in unserer hochtechnisierten Zeit nicht. Deshalb ist ein Zifferblatt aus Email, aus Feueremail etwas Besonderes, ein Unikat per se. Und auch die Uhrzeiger sind etwas Besonderes. Früher waren sie aus Stahl, die in einer Spiritusflamme gebläut wurden. Die Zeiger der Louis-Georges hingegen sind aus Gold gefertigt und dann blau emailliert worden. Während der Uhrmacher noch letzte Details überprüft, wird im Nebenraum das Uhrgehäuse poliert. Was auf den ersten Blick einfach aussieht, erfordert aber jahrelange Erfahrung. Beim Polieren wird die Oberfläche des Goldgehäuses verdichtet. So ist es weniger kratzempfindlich und schmutzabweisend. Insgesamt viermal werden die Einzelteile poliert. Anschließend kommt der Glasboden ins Gehäuse. Sind alle Prüfungen bestanden, wird das Alligator-Lederarmband montiert. Das Leder stammt vom Bauch des Louisiana-Alligators und ist das edelste und beste Leder in sogenannter Full-Cut-Qualität. Das Leder stammt aus einer Alligatorenzucht und entspricht den internationalen Artenschutzbestimmungen. Das Armband wird in insgesamt 170 Arbeitsschritten in reiner Handarbeit hergestellt. Die Louis-Georges Reference 8945 ist jetzt fast fertig. Matthias Falke ist zu Lydia Klingbehner gefahren. Die Juwelenfasserin soll noch einen lupenreinen Top-Wesselton-Diamanten in die 18-Karat-Goldschließe einarbeiten. Auch hier werden letzte Details besprochen, bevor sich die Fasserin an die Arbeit macht. Die Schmuckfasserin bohrt jetzt ein kleines Loch in die Schließe. Nach jeder Bohrung prüft sie, ob der Stein passt. Auch hier kann, wie beim Graveur, bereits abgenommenes Material nicht mehr ersetzt werden. Hat die Bohrung dann die richtige Größe erreicht, wird der Diamant mit einem Hydrostößel eingepresst. Schon jetzt sitzt der Stein unverrückbar fest in der Schließe. Anschließend wird die Schließe noch von Hand auf Hochglanz poliert. Erst jetzt ist die Louis-Georges wirklich für den Verkauf bereit. Bleibt am Schluss die Frage nach dem Preis für eine Uhr dieser Machart. Doch vorweg sei gesagt, dass man eine Golduhr sein Leben lang behält und in der Regel an die nächste Generation weitervererbt. Der Preis des Goldes hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt und ein Abwärtstrend ist auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht zu erkennen. Knapp 16.000 Euro kostet die Louis-Georges. Ein Preis, der für eine Uhr dieser Machart sicher angemessen ist. Und der glückliche Träger kann sich sicher sein, dass es diese Uhr nur 25 Mal auf der ganzen Welt gibt.